Italiens Küste ist 7600 Kilometer lang. Und das Meer spielt denn auch eine große Rolle in der Küche, zum Beispiel in den Cinque Terre. Die fünf ligurischen Dörfer werden jedes Jahr von 2,5 Millionen Touristen besucht. Die meisten bleiben nur wenige Stunden. Zwei Restaurants am Hafen von Rio Maggiore, von einheimischen jungen Leuten geführt, bestechen mit Qualität. Ein Gegentrend zum Fastfood, das viele Tagestouristen suchen. Die beiden Restaurants sind klein, aber fein. Manuel Germani und Luca Tonelli setzen auf lokale Produkte, einheimische Tradition und einen innovativen Stil. Besonders beliebt sind die Antipasti. Es ist eine einfache Küche mit sehr guten Zutaten. Ich bevorzuge Fisch von hier und kombiniere ihn mit Gemüse. Die Garzeit ist kurz, ich will nichts ruinieren. Das ist meine Küche. Je weniger man die Produkte verändert, desto besser. Ich gehe immer von der Tradition aus. Man muss sie lebendig erhalten, aber man darf nicht stehen bleiben. Ich will alle Sinne ansprechen. Der Kunde isst zuerst mit den Augen, dann mit der Nase und erst dann mit dem Mund. Rotbarbe auf Tomaten und Mozzarella di Bufala mit Pinienkernen, Pesto und Jus von rotem Süßwein. Ein Restaurant wie das unsere, mit einem komplexen Menü, ist eine Herausforderung an einem so touristischen Ort. Wir haben auf Qualität gesetzt. Am Anfang hatten wir ein bisschen Angst, denn wir wussten nicht, ob unsere Gerichte verstanden werden. Nach einem Jahr haben wir aber gemerkt, dass die Amerikaner, Australier und andere, die in die Cinque Terre kommen, nicht dumm sind und verstehen, dass die Produkte frisch sind und dass wir sie nicht übers Ohr hauen. Wir sind zufrieden. Ligurische Kochkünste kann man auch im zweiten Restaurant, im Daucila, genießen. Zu Meeresfrüchten und Fisch passt der gehaltvolle Weißwein der Cinque Terre. Ein Teller Pasta mit Pesto, dem wohl berühmtesten ligurischen Gericht, darf nicht fehlen. Das ist das Geheimnis der italienischen Küche. Vielfalt, Tradition und Innovation.